So, jetzt haben wir noch Kleinigkeiten zu erledigen. Einfach ist es wenigstens leicht. Was wissen. Kartendur landen. Aber die bleiben trotzdem bei 7, okay. Der Schwierigkeitsgrad, was damit zu tun, ob wir das jetzt easy schaffen. Obacht, Oberst.
nicht so geil. Ach du heilige Scheiße. Das ist ja mal mega shit. Ach du heilige Scheiße. Wie soll das denn gehen? Ich hab keine Einheiten mehr. Ich hab halt wirklich nur eine bestimmte Anzahl an Einheiten. Das ist ja richtig scheiße. Das kann ich vergessen, ey. Nee, wie soll das denn gehen? Oh. Ja, Fort Condon, ne? Wenn ich das für Platin brauche, dann war es das mit Platin. Das können wir vergessen. Das mache ich nicht. Sehe ich nicht ein. So, jetzt ist... und Gaga dran, aber ich will halt von hier aus schnell reisen. Ich will die Tiny Bronco halt nutzen.
Der Hafen hat jetzt auch einen Sinn. Kann ich bei ihm eigentlich... Na, was darf es sein? Nee, erste Karriere. Eine sehr gute Wahl. Hier lagern wir Gonga-Pilze, die zur Ausfuhr bestimmt sind. Doch zu doof bis dahin zu laufen. Dieses Gebiet gefällt mir nicht so gut dafür. Das ist halt viel mühsam zu laufen. Angenehmen Aufenthalt. Danke. Man riecht sofort, wenn die... So, Jungs! Und niemals vergessen! Bin dabei! Haben wir noch eine letzte Mission mit Cisne? Erfahren wir vielleicht diesmal mehr über sie? Flucht aus der Inspirationskrise. Ein Foto kostet 2000 Gil. 2 Mille? Aber wert wär's das womöglich? Ich würde das ja gerne bezahlen. Aber leider bin ich pleite. Ich bin übrigens auch noch da. Was machst du hier? Oh, tut mir wirklich leid. Ich bin Maeve, eine Kinderbuchautorin.
Allerdings leider eine, die sich nicht so gut verkauft. Ich bin arm wie eine Kirchenmaus. Ich habe meine letzten Gill auf den Kopf gehauen, in der Hoffnung, hier auf eine zündende Idee oder so zu stoßen. Aber... wohin ich auch gehe, überall nur Sackgassen. Sollte das Leben am Ende doch ein nie enden wollendes Labyrinth sein? Moment mal, Leben und Labyrinth? Das klingt ja genauso wie... Das Leben ist ein Labyrinth, habe ich recht? Sind Sie etwa, also möglicherweise, die Autorin dieses Buches? Sind Sie Maeve Marble? Oh. Meine Tochter ist ein Riesenfan von Ihnen. Darf ich bitte ein Autogramm haben? Und einen Handschlag? Darf ich Ihre Hand schütteln? Klar. Für meine Fans tue ich doch alles. Ich meine, ich hätte ja nicht mal gedacht, dass ich überhaupt welche habe. Geschweige denn, dass ich sie mal treffen würde. Sie suchen also Stoff für Ihr neuestes Werk? Vielleicht können wir da irgendwie behilflich sein. Der da gibt doch sicher eine prima Hauptfigur ab, oder? Aber hallo! Was? Ja, das ist super! Ein flauschiger Krieger, genauso rot wie die Glut in seinem Herzen. So viele gute Ideen! Ich kann gar nicht so schnell schreiben! Alles in Ordnung, Frau Marble? Entschluss! Mühsal! Aufbruch! Wenn ihr mir helfen wollt, dann schießt Fotos, die eben diese Konzepte verkörpern. Oh. Entschluss. Mühsal. Wegwerfkamera. Finde ich dufte. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar gute Locations. Erinnert ihr euch an die Sandbank vor dem Wald? Da gehen wir jetzt hin. Das ist wirklich nett von euch. Ich überlege mir in der Zwischenzeit schon mal die Texte. Oh. Okay, hier knipsen wir jetzt was zum Thema Entschluss. Denkt daran, wie wir uns zielstrebig durch das Dickicht gekämpft haben, um den Reaktor zu erreichen. Lass dich von dem Mut und der Entschlossenheit inspirieren, die wir da brauchten, und zeig dich von deiner besten Seite. Entschlossenheit ist mein zweiter Vorname. Siehst du ein paar Fotos von Red und Maeve? Eine Inspiration für ihr nächstes Werk zu liefern. Bewege den Fokus der Kamera dorthin, wo Red posieren soll. Red wird daraufhin eine zur Gesamtkomposition des Bildes passende Pose einnehmen. Drücke dann auf den Auslöser. Ist das dein Ernst? Sehr gut, Freunde. So kann's weitergehen. Lass mal sehen. Die nächste Aufnahme machen wir am besten am Reaktor. Wohlan, Freunde. Der Wald ruft. Der ist ja Feuer und Flamme.
Dann weiß ich auch schon, welches Team ich nehmen werde. Und zwar Barret und Red. So, da wären wir. Besonders schick ist der Hintergrund ja nicht wirklich. Naja, zum Thema Mühsal, aber eigentlich ganz passend. Denk einfach an Scarlets Hackfresse oder so und schau schön gebeutelt aus der Wäsche, alles klar? Ein leidender Nanaki? Kein Problem. Das ist gleich wie vorhin. Das wird ein Hammerbild! Jetzt fehlt uns nur noch der Aufbruch. Was würde da besser passen als ein Flugplatz, hm? Breiten wir unsere Schwingen aus, um gemeinsam die Weiten des Himmels zu erkunden, oh Freunde! Also gut, das letzte Foto. Gib nochmal alles, okay? Es soll schließlich Aufbruchsstimmung herrschen. Erinnere dich einfach an die Hoffnung und Freude,
Die Gefühle, die dich erfüllten, als wir von hier nach Cosmo Canyon gestartet sind. Am besten stellst du dich hin wie... Aufbruch, kommt sofort! Besseres Modell als mich gibt's eh nicht. Es gibt doch nur die zwei Stellen. Die gucken alle nach da. Sehr schön. Dann nichts wie zurück zur guten Frau Mabel. Willkommen in Gongaga. Ich kann gar nicht genug kriegen von Porgas. Bei uns gibt's gutes Gemüse. Ich geb ne Runde. Seid auf der... So, die Fotos sind fertig. Was halten Sie hiervon? Bilder schreiben die Geschichte ja quasi von selbst. Es war einmal ein Krieger mit rotem Fell als König des Waldes verehrt. Dieser Krieger wollte das Geheimnis wahrer Stärke finden und so brach er auf zu einer Reise in die große, weite Welt. Für den Anfang nicht schlecht. Er war eine Weile gewandert. Da traf er auf drei Ritter. Und diese Ritter wandten sich ehrfurchtsvoll an ihn. Ihr müsst der König sein, von dem die Legenden berichten. Lasst uns an eurer Seite kämpfen. Gefällt mir bislang sehr gut. Da ließ der Krieger seinen Blick in die Ferne schweifen und sprach: Ich habe meine Reise als König hätte man die falschen begonnen. Fotos genommen. Doch enden wird sie so nicht. Hätte das denn mir anders ist noch viel können. Bestimmt im Leben.
Wow, das wird einschlagen wie eine Bombe. Nicht, Cloud? Meinst du? Ja, du hast ja sowas von keine Ahnung. In Momenten wie diesen zählt nur eins. Man muss daran glauben, dass es sich verkauft. Dann verkauft es sich auch. Nicht wahr? Kann's gar nicht erwarten, Marlene die Geschichte vorzulesen. Hoffentlich ist das Buch bald fertig. Ich zähle auf Sie. Ja, ich werde in die Tasten hauen. Und sobald die ersten Exemplare gedruckt sind, schicke ich dir eins zu. Und dem epischen Vorbild meiner Geschichte natürlich auch. Neuauftrag in der Gongaga-Region. Ich wusste doch, hier fehlt noch was.